Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier auf Julex. Cool, dass du eingeschaltet hast. In diesem Video geht es mal um die Frage, ob wir einen zweiten Teil des Gunrunning DLCs bekommen werden und wenn ja, wann dieses überhaupt kommen könnte. Bevor das Video jetzt aber startet, möchte ich wirklich noch was ansprechen, und zwar über das letzte Video, was ich hochgeladen hatte, diesen Rockstar-Prank. Ich möchte mich erstmal bedanken für die wirklich krasse Rückmeldung in circa 36 Stunden, über 13.000 Klicks und circa 900 Likes. Richtig, richtig heftig und wirklich vielen, vielen Dank dafür. Aber neben diesem vielen Lob und diesen positiven Kommentaren gab es auch viele Kommentare, die eine ganz andere Meinung hatten. Und das war wirklich die größte Meinungsverschiedenheit in den Kommentaren mal seit wirklich langer, langer Zeit. Es gab nämlich wirklich viele, die das Ganze gefeiert haben und die wirklich wollten, dass ich öfter solche Videos mache. Aber es gab auch wirklich sehr, sehr viele, die das Ganze nicht so geil fanden. Hier wollte ich einfach mal sagen, entspannt euch mal. Was ich da wirklich zum Teil gelesen hatte, das war einfach nicht mehr jugendfrei und gehört auch nicht ganz sicher nicht als Kommentar irgendwie ins Internet. Es war noch nicht mal gegen mich oder so, sondern es waren einfach Kommentare, die sich untereinander so fertig gemacht haben, nur weil sie einfach eine andere Meinung hatten. Akzeptiert doch bitte einfach mal die Meinung von anderen. Nur weil jemand was Schlechtes über ein Video von mir zum Beispiel in die Kommentare schreibt, lösche ich das auch nicht oder beleidige den direkt zurück. Ja, ich kann wirklich beide Seiten verstehen. Die, die sagen, ey, so ein Prank geht überhaupt nicht, das ist einfach nicht lustig. Und es gibt noch die Seite, die wirklich dieses feiern, weil ich persönlich fand ihn eigentlich auch lustig. Deswegen, ich kann wirklich jede Seite verstehen. Aber deswegen muss ich nicht irgendwie die andere Seite, nur weil ich eher zu der einen tendiere, irgendwie komplett fertig machen. Deswegen, Jungs, bitte entspannt euch mal und toleriert und akzeptiert vor allem mal die Meinung von anderen. Ihr müsst ja nicht gleich denken. Ihr könnt euch ja auf einer vernünftigen Basis, sage ich mal, mit den anderen unterhalten, beziehungsweise denen eure Meinung mal kundgeben und dann vielleicht probieren, auf eure Seite zu ziehen. Aber ihr braucht ihn nicht grundlos zu beleidigen. Aber jetzt haben wir mal wirklich genug von dem Thema geredet. Los geht es jetzt erstmal mit dem eigentlichen Thema. Und zwar soll es ja darum gehen, ob wir einen zweiten Teil von dem Gunrunning DLC bekommen werden. Das Ganze hatten wir jetzt schon öfters, und zum Beispiel beim Ill-Gotten Gains Update, da hatten wir nämlich Part 1 und 2. Oder wir hatten ja auch das Lawrider DLC und das Lawrider Classic DLC. Zu dieser Frage hat sich nun endlich mal ein wirklich bekannter Leaker bzw. Modder gemeldet. Und zwar Bender. Ich denke mal, die meisten sollten diesen Modder bzw. diesen Leaker noch aus älteren Videos und anderen Updates kennen. Er gilt so mehr oder weniger als einer der zuverlässigsten und besten Quellen in der Modder-Szene von GTA. Und was schreibt dieser Bender, dieser Modder-Leaker, wie man es auch immer nennen möchte, denn jetzt? Ich übersetze das Ganze gerade mal in Deutsch, für die, die nicht so gut Englisch können. Für die, die das Ganze als Original sehen möchten, ich habe es euch mal im Hintergrund eingeblendet und der Link dazu ist auch noch in der Beschreibung. Was schreibt er denn jetzt? Er schreibt, dass das, was über das Gunrunning DLC Part 2 gesagt wurde, wahr ist. Auf was das jetzt bezogen ist, könnt ihr nicht wissen, das steht weiter oben im Forum, und zwar geht es darum, ob es einen zweiten Teil geben soll oder nicht. Also er schreibt in diesem ersten Satz, dass er dafür, dazu stimmt, dass es einen zweiten Teil geben wird. Aber diesen zweiten Teil soll es nur geben, wenn der erste Teil, den wir jetzt schon bekommen haben, in den Augen von Rockstar erfolgreich war. Wie sich der Erfolg eines Updates bestimmt, kommen wir später nochmal dazu. Auf jeden Fall schreibt er nun, dass das neue Update, also der zweite Teil, nicht unbedingt Gunrunning Part 2 heißen muss, sondern auch andere Namen haben könnte. Wann dieses Update kommen könnte, gibt er uns auch eine kleine Antwort drauf. Und zwar geht er davon aus, dass wir es frühestens im September und allerspätestens im Oktober erhalten sollten. Am Ende schreibt er jetzt noch, dass er eigentlich gar keine Ahnung hat, welche neuen Fahrzeuge kommen könnten. Was wir hier lesen, ist wirklich sehr, sehr interessant. Einer der bekanntesten Leaker geht davon aus, dass wir ein Gunrunning Part 2 bekommen werden. Und dass es sogar noch ziemlich bald sein soll. Wie Part 2 aussieht, kann er uns jedoch noch nicht sagen, ob wir zum Beispiel eine Erweiterung zum ersten Teil bekommen, also neue Fahrzeuge, neue Missionen, neue Waffen, oder einfach ein komplett unabhängiges DLC, welches einfach nur die Fahrzeuge und den Bunker etc. aus dem ersten Teil einschließt. Vorhin meinte er doch noch, dass er davon ausgeht, dass das Update nur kommt, wenn Gunrunning 1, also der erste Teil, in den Augen von Rockstar ein Erfolg war. Aber wie definiert er denn jetzt diesen Erfolg? Das Ganze habe nicht nur ich mich gefragt, sondern auch andere in diesem Forum und haben ihn darauf angesprochen, und darauf hat er nur gemeint, dass ein Erfolg eines Updates einfach davon abhängt, wie viele Sharkcards verkauft wurden, also wie viel Geld Rockstar damit gemacht hat und vor allem wie die Spieler dieses Update empfunden und bzw. gefeiert haben. Aber was ist denn jetzt nun? Empfindet Rockstar das Gunrunning DLC nun als Erfolg oder nicht? Um diese Frage beantworten zu können, schauen wir uns doch mal den Rockstar Newswire an. In dem Post von Wagner, als dieser letzte Woche dazu kam, schreiben sie nämlich direkt ganz oben: Vielen Dank an die fantastische GTA Online Community für eure unglaubliche Unterstützung des riesigen Gunrunning Updates.
Rockstar beschreibt also das Gunrunning DLC als großen Erfolg, der wohl bei der Community auch wohl ziemlich gut angekommen ist. Also um zurück auf Bender zu kommen, laut ihm sollten wir im September oder spätestens Oktober ein Gunrunning DLC Part 2 erwarten können. Ob das Ganze jetzt wahr ist oder nicht, kann ich euch leider nicht versprechen oder auch euch nicht sagen. Ich kann nur sagen, Bender ist ein wirklich ziemlich bekannter Modder, der in der Vergangenheit wirklich schon viel vorhergesagt hat für andere Updates. Somit kann es durchaus sein, dass sowas wahr ist. Ich hatte vor 2 Tagen schon ein Video hochgeladen mit der Frage, wann kommt das nächste DLC, ein bisschen offener gestellt, nicht besonders aufs Gunrunning Part 2 bezogen. Und dort sind wir nämlich auch aufs Ergebnis gekommen, dass wir eigentlich im Oktober eins bekommen sollten. Wenn ihr wissen wollt, warum und so weiter, checkt auf jeden Fall das Video von vor 2 Tagen nochmal ab. Würdet ihr es jetzt feiern, wenn wir ein Gunrunning DLC Part 2 bekommen würden oder nicht? Hättet ihr lieber was Neues oder würdet ihr sagen, richtig nice, Gunrunning war ein super Update, wollen wir auf jeden Fall noch eine Erweiterung von haben? Stimmt es auf jeden Fall mal oben rechts ab und lasst mir eure Meinung mal in den Kommentaren da. Ich möchte auf jeden Fall mal den einen oder anderen Kommentar dort beantworten. Und dort lasst uns da wirklich mal diskutieren, aber bitte nicht auf die Art und Weise wie unter dem Rockstar-Prank, sondern wirklich mal auf eine wirklich, ja, normale Art und Weise. Wenn ihr mich jetzt unterstützen wollt, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Falls ihr neu sein solltet, natürlich ein Abo. Und natürlich dürft ihr das Video sehr, sehr gerne teilen. Wir sind kurz vor den 40.000 Abonnenten. Das ist echt, echt heftig. Darum würde ich mich auf jeden Fall mega freuen, wenn der ein oder andere vielleicht, wenn er neu ist, nochmal ein Abo dalassen würde. Jetzt bin ich aber raus. Das Hashtag ist wie gesagt für heute Hashtag Gunrunning2. Und bis bald. Peace.